Auf der Wache Köln-Mülheim bekommt es Christian Reuter mit einer Frau zu tun, die gerade noch mal mit dem Leben davongekommen ist. Entschuldigung, bitte helfen Sie mir, es ist ein Mordanschlag und ich will von, ich weiß gar nicht, was auf ist Sie. Das? Oh mein Gott, warum geht das? Fahren Sie erstmal ein bisschen runter. So, auf Sie ist ein Mordanschlag verübt worden. Ja. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Mira Schmitz. Ja. Ich habe hier auch schon angerufen gehabt und mir wurde gesagt, ich sollte im Haus bleiben. Aber das halte ich nicht aus. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Aber ich kann doch nicht in einem Haus bleiben, wo ein Mordanschlag auf mich versucht wurde. In Föhn! Bist du frei da in deinem Büro? Gehen Sie mal zur Kollegin. Langsam. Setzen Sie sich erstmal ganz in Ruhe hier hin. So. Ich weiß nicht, wer mir so etwas antun will. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil es ist ja jemand, ich schreibe jetzt nochmal den Namen auf. Wie war der Name? Mira Schmitz mit der Z, ja. Weil ich meine, da ist schon eine Streife rausgeschickt worden für Mira Schmitz. Ja, das sagte ich ja eben auch schon. Ich hatte auch wirklich die Polizei schon angerufen. Ja. Aber ich kann doch nicht in einem Haus bleiben, wo gerade ein Mordanschlag auf mich verübt wurde. Das geht doch nicht. Ich hatte nur von Mordanschlag noch nichts mitgekriegt. Wie ist das denn passiert, Mordanschlag? Wie kommen Sie jetzt auf Mordanschlag? Also, es ist letztendlich so gewesen, dass ich schon einen unglaublich stressigen Vormittag heute Morgen hatte und einfach für mich entspannen wollte. Das war ja Sinn und Zweck, weshalb wir alle hierher gefahren sind in diesen Ort. Und ich bin dann einfach in die Badewanne gegangen, habe entspannt und habe einfach schön ruhig da gelegen und habe wirklich so in mich gekehrt. Hat auch, wie gesagt, die Maske im Gesicht und auch noch ein paar Gurkenscheiben auf den Augen. Und dann war ich richtig so in Gedanken und merke dann plötzlich, wie so ein Geräusch in dieser Badewanne losgeht. Und ich schrecke hoch und dann sehe ich, dass ein Föhn genau neben mir in der Badewanne liegt. Ich hätte tot sein können. Ich habe jetzt eben raus, Sie sind hier zu Besuch oder was? Ja. In einem Hotel, Ferienwohnung oder Ferienhaus? Ja, so ein Ferienhaus haben wir gemietet. Also meine Tochter ist mit und ihr Freund. Freund, okay. Ja, auch noch ein guter Kumpel letztendlich von ihr. Und wir sind alle zusammen in einem Haus und die sind auch noch da. Ja. Aber ich meine nicht, dass mit denen auch noch irgendwas passiert. Ja, aber Sie haben jetzt aber nichts abbekommen? Nein. Ist die Sicherung wahrscheinlich rausgehauen, oder? Ja, Gott sei Dank. Eine Sekunde. Ja, ich bin's, Chris. Dieser Einsatz vom 5.32, da haben wir jetzt vermutlich eine Geschädigte hier vor Ort. Ja. Bringen die Beteiligten, dann ist ihre Tochter oder wer ist das? Ja, ist meine Tochter, klar. Bringen die den... Ja. Ach, die haben sich schon gemeldet. Gott sei Dank. Ja, weil sie sind irgendwann von einem Föhn, also eventuell haben wir dann Anfangsverdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Mhm. Gott. Ja, alles klar. Sind alle da? Die kommen, die werden alle hergebracht. Oh mein Gott, so. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. Kann der Föhn nicht dann irgendwie von selber da reingefallen sein? Nein, der Föhn lag ganz woanders im Bad, auch ein Stück hinter mir. Und ich wäre gar nicht so rangekommen, ohne mich irgendwie aus der Badewanne zu hangeln. Also jemand hat diesen Föhn in die Badewanne geworfen. Also vorsätzlich? Absolut. Und Sie haben auch jetzt keinen gesehen oder nichts gehört, dass jemand reingekommen ist? Nein. Ich war ja, wie gesagt, so völlig entspannt und habe wirklich relaxed und bin dann nur durch dieses Geräusch wach geworden, hochgeschreckt. Und dann sind die Sicherung rausgeflogen. Ja, muss ja. Also ich meine, mir geht es ja gut. Normalerweise bei den neuen Dingern, bei den neuen Geräten kann so, der, wenn die mit Wasser in Verbindung kommen, dann entsteht der sofort, geht der Gott, weg. Gott sei es gedankt. FI-Schalter raus dann, ne? Ja. Gott, zum Glück ist es ja letztendlich so. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wer sowas tun kann und warum. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir Sie dann hochbringen zur Kripo dann, ich rufe dann an. Okay. Möchten Sie sich eventuell mal ein bisschen... Ja. Die Kollegin bringt Sie mal gerade ins Bad bei uns. Ja, ich bringe Sie mal ins Bad. Ich gebe Ihnen jetzt mal Handtücher. Kommen Sie mal her. Okay. Und danach schauen wir mal zurück. Ja. Kommen Sie gerade mal mit. Wir kümmern uns. Ja, natürlich. Garantiert, ja. Gucken Sie mal, gehen Sie mal hier rein. So, da können Sie sich gerade frisch machen. Wir haben hier natürlich jetzt die ersten Informationen von der Dame. Haben wir den Verdacht auf ein Tötungsdelikt, ein versuchtes Tötungsdelikt, wenn jemand in der Badewanne liegt, da wird ein Föhn reingeschmissen, das ist natürlich schon heftig. Und da werden wir hier die ersten Befragungen durchführen und dann die ganze Sache natürlich dann an die Kriminalpolizei abgeben. Der Föhn war an, als er in die Badewanne geworfen wurde. Die Beamten erhoffen sich Hinweise von der Tochter, ihrem Freund und besten Kumpel. Zunächst knöpfen sie sich den Lebensgefährten der 21-Jährigen vor. Die Mutter ihrer Freundin, die lag wohl im Ferienhaus in der Badewanne, hat sich da wohl was entspannt und dann muss wohl irgendjemand gekommen sein, den sie nicht gesehen hat, der da wohl vermeintlich einen Föhn in die Wanne geschmissen hat. Das bedeutet? Dass es ganz schön gefährlich ist, ihr ist nichts passiert, aber dass es trotzdem sehr, sehr gefährlich ist.
Und wir natürlich jetzt wissen wollen, wer da Zugriff in dem Haus hat, wer da das Haus betreten kann und wer das eventuell war. Das heißt, also, sie dürfen sich hier nicht selber belasten oder ja, müssen klar. sich nicht selber belasten. Verständlich. Sie sind allerdings Tatverdächtiger, weil sie die Möglichkeit gehabt hätten. Deswegen sagten Sie gerade, Sie waren gar nicht da. Nee, ich war wirklich, ich war jetzt hier gerade joggen und so alles. Kann das auch alles gleich beweisen, aber... Und dann kam die Kollegin? Genau. Okay. Halt, ich war gerade duschen noch alles und kam dann auf einmal jetzt ihre Kollegen und haben gesagt, wir müssen alle jetzt mitkommen. Ja. Und ich war voll überfordert, ich wusste jetzt nicht so, was soll jetzt gemacht werden. Wie können Sie das denn beweisen? Ich habe hier eine App. So zum Joggen oder was? Genau, ich, da ist ein also mit Zeit hinterlegt, und Spur, wann alles? Ich losgelaufen bin und die Runde gelaufen bin und die Zeit ist alles hinterlegt. Hier ist die Uhrzeit, okay. Genau, die Uhrzeit von wann bis wann ich gelaufen bin. Die Distanz hier sehen Sie einmal. Die Distanz, und, ja. Also ist wirklich hier drauf auf der App, ne? Ja. Also ist erstmal anscheinend ich so. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit man sowas da einrichten kann. Genau, aber also hier stimmen die Daten schon so, dass er jetzt nicht da wäre. Ja, okay. Wenn dem das alles stimmt, ne? Das müssen wir natürlich auch nochmal überprüfen. Herr Krüger, gab es denn irgendwie Streit? Haben Sie einen Verdacht, wer Ihrer Schwiegermutter in Spee denn sowas antut? Weil das ist kein dummer Jungenstreich, ja, ne, was da passiert auf ist. Auf jeden Fall. Das Problem ist, also ich bin ja mit der Clara zusammen und hatte jetzt seit circa 2 Monaten eine Affäre mit ihrem Arm. Oh. Sie hat Sie haben ein Verhältnis mit der Mutter ihrer Freundin. Ja. Mit der Mira Schmitz. Genau. Die Mutter von der Clara. Genau. Hopsa. Aber sie trennen doch hier 20, 25 Jahre, oder? Ja, aber es kam so von jetzt auf gleich, kam es halt so, sie ist halt mit den Ex auseinander und ja, sie ist halt eine hübsche Frau und da dachte ich mir dann so, es war eh nicht so immer ganz rund bei uns, bei Clara und mir. Wir bringen ihn jetzt noch mal bei, oder was? Und dachte mir dann so, warum nicht so? Fällt dir nicht auf. So, und wie ist das jetzt im Zusammenhang? Haben Sie. Aber Sie könnten auf jeden Fall vielleicht mal den Leo Müller fragen. Weil gerade wo ich dann aus dem Haus rausgegangen bin, kam er mir entgegen. Leo Müller ist jetzt nochmal genau, wer? Der beste Freund von der Clara, der ist auch gerade draußen und steht. Der war auch bei euch jetzt dabei. Genau. Das ist der beste Freund. Aber der hat sich nicht mit der Mutter gestritten. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also er hatte anscheinend, er hatte uns gesehen. Und hatte, ach, der weiß davon. Genau. Gerade also, ich bin auch rausgegangen, wollte joggen gehen und dann kam er mir gerade entgegen und meinte so, hey, was soll das jetzt hier und so, sagt das so und so. Ich habe gesagt, du hältst da raus, ist alles mein Ding. Und dann bin ich halt joggen gegangen. Also gut, der Leo, der hat jetzt das mitbekommen, dass sie da eine Affäre habe. Genau, aber er hat Clara, uns erwischt irgendwie. Bei der Clara weiß ich gar nichts. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass sie davon nichts weiß. Von der Affäre. Genau. Oho. Aber ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. So. Okay. Ey, das ist Herr Krüger, nehmen Sie noch mal gerade drauf und dann schulen wir den Leo Müller rein. Ja, nehmen Sie es erstmal mit. Das aber nicht löschen oder irgendwas, dann haben wir erstmal bereithalten draußen. Ne? Die Polizisten ermitteln, wie der 22-jährige Student der Mutter seiner besten Freundin und ihrem Liebhaber auf die Schliche gekommen ist. Ich habe eigentlich was gesucht und habe komische Geräusche gehört und dann habe ich halt nachgeguckt, was es sein konnte und dann habe ich die Tür geöffnet und habe halt die beiden im Bett zusammen gesehen. Habe dann auch schnell wieder die Tür zugemacht und wusste dann auch nicht, wie ich mich verhalten sollte, ob ich es klarer sagen sollte oder nicht. Also ich habe die beiden zusammen erwischt. Okay. Das stimmt. Haben Sie das jemandem erzählt? Nein, ich habe es keinem erzählt. Also nur den Jonas haben Sie angesprochen? Den habe ich angesprochen und ihn damit konfrontiert, aber es schien mir ziemlich egal zu sein. Und haben Sie den irgendwie unter Druck gesetzt oder kam es dann zum Streit? Oder nein, ich habe ihm eigentlich nur gesagt, dass er sich um die Sache klären soll und das mit klarer regeln soll und korrekt ihr einfach sagen soll, was passiert ist. Da ich auch der beste Freund bin, finde ich das einfach, dass es wichtig war, dass er das selber regelt. Und Clara weiß davon noch gar nichts? Nein. Ich habe ihr noch nichts erzählt. Ja, Sie waren auch, sind auch nett zur Mutter und haben mit der gesprochen oder nein, was? Gar also vielleicht gesagt haben, oh, ich gehe jetzt da. Okay. Nein, habe ich nicht. Und was ist denn das Verhältnis zwischen Ihnen und Clara? Sind Sie vielleicht auch in die Clara verliebt oder was? Nein, Clara und ich sind schon lange beste Freunde und zwischen uns ist nie irgendwas gewesen. Oder sind Sie in die Mutter verliebt? Nein, auch nicht. Okay. Auch nicht unglücklich verliebt? Nein. Obwohl wir feststellen konnten, dass der Freund der Clara ein Verhältnis mit ihrer Mutter hatte, hatten wir immer noch kein Motiv. Also weder der Liebhaber der Mutter, noch die Tochter selber, noch der Freund der Tochter. Also das war jetzt hier wirklich eine komplette Truppe. Aber ein wirkliches Motiv habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen.
Christian Reuter holt die Tochter der Kosmetikerin dazu, um zu klären, ob sie wirklich nichts von der Affäre ihrer Mutter weiß. Doch die Vernehmung wird immer wieder gestört. Wir wollen natürlich klären. Dankeschön. Wir wollen natürlich klären, wer das war. Weil es hätte auch ganz böse ausgehen können. Mhm. Hast du eine Vorstellung, wer das gewesen sein könnte? Nein, gar nicht. Nee. Gar nicht. Mhm. Jetzt hat uns hier dein Freund Leo hat uns nämlich jetzt eben noch was erzählt über den Jonas. Dass der Jonas wohl, jetzt krieg ich keinen Schreck. Ja, das ist ein bisschen unangenehm jetzt bei einer Vernehmung. Ne? Ja, also. Entschuldigung. Ein Verhältnis mit deiner Mutter hat. Was? Warum hast du mir nicht früher was davon gesagt? Ja, ich wollte dich nicht verletzen. Ich wusste nicht, wie ich dir das erzählen sollte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich habe sie zusammen erwischt. Ich habe Jonas auch konfrontiert, aber ich finde er... Meine Mutter und Jonas? Ja gut, ich meine, man muss jetzt sagen, er hat ihren Freund angesprochen, dass er die Sache klärt. Ja. Und auch mit ihnen spricht, was er ja wohl nicht getan hat. Also jetzt ihm keinen Vorwurf machen, ne? Okay. Würdest du dem Jonas dazu trauen, dass er deiner Mutter da so... Nee, gar nicht. Jonas und ich sind ja schon was länger zusammen und eigentlich auch mega glücklich. Okay. Jetzt haben wir aber gehört, das läuft ja nicht nur jetzt von heute auf morgen. Das ist schon ein paar Tage, wo die wohl zusammen sind. Hast du denn einen Streit mitgekriegt zwischen den Jungs oder? Nee, gar nicht. Mm-mm. Nee, ich habe nichts mitbekommen. Kannst du das eventuell ausmachen, wenn das stört. Oder ist es so mega wichtig? Kommt mal wieder einer von euch raus? Ja. Vor der Wache irrt eine junge Frau umher. Heidi Matera stellt fest, dass es sich bei ihr um eine Freundin der betrogenen Studentin handelt. Was haben wir denn da so Wichtiges, dass Sie sie erreichen möchte? Meine Freundin hatte mich heute Morgen ganz aufgelöst angerufen und hatte mir erzählt, dass ihr Freund wohl ein Verhältnis mit ihrer Mutter hat. Und daraufhin habe ich mich direkt auf den Weg gemacht hierhin, okay. Ganz schnell, und habe sie jetzt gesucht, weil ich hatte einen Standort, aber ich konnte hier nichts mit anfangen, wo sie jetzt ist oder hier. Dann habe ich nur Polizei gelesen. Ich wusste nicht jetzt, wohin. Okay. Ja. Also sie hat sie heute Morgen schon angerufen, dass sie erfahren hat, dass sie ihr Freund ist. Genau, sie wusste gar nicht mehr, wohin mit sich. Und da habe ich mir natürlich jetzt Sorgen gemacht und bin direkt dann losgefahren. Als mir die Freundin jetzt da aufgelesen haben vor der Wache, das war schon ziemlich seltsam. Also sie versucht dauernd die Freundin anzurufen, die Clara. Und die Clara hat ihr auch einen Standort geschickt. Was steckt ja dahinter, ne? Also jetzt bin ich mal echt gespannt, was rauskommt, wenn wir die zwei zusammenführen. Ob da noch was anderes dahinter steckt. Guck mal, hier ist auch deine Freundin. Hier kannst du mal Platz nehmen. Ja. Setz dich ruhig. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Warum meldest du dich denn nicht? Ja, also sie behauptet jetzt, sie wüsste jetzt von gar nichts und du hättest sie nicht angerufen. Du hast mich doch heute Morgen angerufen. Nein, habe ich nicht. Und ja, also irgendjemand lügt jetzt. Du warst aber bei diesem Ausflug oder bei diesem Ferientrip jetzt in dieses... Nee, ich war nicht dabei. Nee, genau. Ich bin jetzt hingefahren gekommen, weil sie mich heute Morgen angerufen hat und ich mir jetzt Sorgen gemacht habe. Ja, heute Morgen war das. Ja, genau. Und dann hast du dich ins Auto gesetzt und bisher. Ja, genau. Und weshalb hast du dir so Sorgen gemacht? Was war mit dem Anruf? Was war der Inhalt? Ja, du hast mir doch erzählt, dass der Jonas mit deiner Mutter Verhältnisse hat. Nein, habe ich nicht. Nein, ich muss. Können wir auf dem Handy, könntest du uns das mal zeigen, wann sie dann angerufen hat? Ja. Kannst du das der Kollegin mal zeigen, bitte? Zeig's mal, leg's mal gerade hier hin, sei so nett. Okay. Ja, also Uhrzeit stimmt. Hat ich auch sehr oft angerufen hier. Ja, also. Also ich weiß nicht, wen du hier verarschen willst. Also mit deinen Tränen bist du eben vielleicht ein Stück weit gekommen. Jetzt kannst du das vergessen. Ja, okay, ich war's. Was warst du? Ich war das mit dem Föhn. Ich hab den Föhn in die Badewanne geschmissen. Wolltest du deine Mutter umbringen dann? Nein, ich war so schockiert darüber, dass Jonas mit meiner Mutter geschlafen hat. Junge. Weißt du, was da hätte passieren können? Die hätte tatsächlich tot sein können. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Ich war einfach so sauer. Ja, aber ich meine, du weißt ja schon, was passiert. Wasser, Strom, die hätte ja einen Herzschlag und sonst was kriegen können. So blöd ist ja der FI-Schalter daraus gehüpft, ne? Ja. Also, das geht also gar nicht. Also da musst du dich jetzt erstmal verantworten. Das ist schon heftig, ja. Ja. Wir bräuchten dich aber dann auch noch, du bist auch Zeugin, ne? Du müsstest dann auch noch was hier bleiben. Ist das okay für dich, ja, ne? Ja, okay. Dann kannst du dich raussetzen zu den Bekannten da und zu euren Freunden. Das nimmst du erstmal mit, das zeigst du dann genau, oben nochmal vor. Wir gleich noch. Die Kollegin bringt dich jetzt hoch zur Kriminalpolizei, weil der doch schon
was schwerwiegender ist, ne? Wie gesagt, du kannst froh sein, dass deiner Mutter gut geht. Ja. Die ist auch oben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt trefft. Nee, ich will die erstmal nicht sehen. Okay. Gut. Die Tochter wird wegen versuchten Mordes angezeigt. Sie wird festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.